Na? Hey, Alter. War richtig dran. Das sieht gut aus, ja. Sieht noch super aus. Gut. Müssen wir noch einstellen, dass alles unter 35 rauskommt. Das ist eine neue Kiste. Ja, sieht gut aus. Das sieht doch super aus. So, moin, damit begrüße ich euch zum neuen Video. Folgendes haben wir hier gerade gemacht. Ich habe hier eine Größentabelle, 35 mm, alles was hier ankommt, muss da durchfallen. Dementsprechend suche ich mir gerade die größten Kartoffeln raus, die hier durchfallen. Also hier durch den Größenfraktionierer. Ja, und teste deren Größe. Ein Gegentest muss ich immer machen. Da kommt die Fertigware an. Erwin sortiert die. Und die dürfen hier nicht durchfallen. Wir können nämlich hier, da ist so eine Rolle. Ich weiß nicht, ob ihr die von hier jetzt so sehen könnt. Die können ja auseinanderfahren. Das habt ihr ja gerade alles gesehen. Und dadurch kann ich die Größen grob sortieren. Gleich zu Beginn, ja, muss ich mich ein bisschen entschuldigen für den Vlog. Ich bin erkältet. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ich filmen werde. Aber erstmal wollen wir anfangen. Wir sehen direkt Stress. Da muss eine neue Kiste hin. Beziehungsweise überhaupt mal eine. Ich guck euch da mal fix oben hin. Hier stehen noch zwei leere, das ist ganz gut. So, das hier ist jetzt auch der erste Vlog nach dem Podcast Feldgeflüster Nummer 43 von Hannes und Jan. Da wurde ja sehr viel über mich geredet und da wurde ich auch schon angeschrieben. So, hast du dich also mit dem E-Scooter hingelegt und halt auch ja, diese Challenge, dass ich die gewonnen habe mit der selbstfahrenden Spritze. Ja, das hat einen ganz einfachen Grund, oder was heißt Grund, meine Erklärung dafür ist, also erstens, ich wollte halt auch einfach gewinnen, ne? Ich habe mich beeilt, ich habe mir alles Mögliche sehr gut gemerkt, wir mussten Spuren verbreiten, also die Spurenverbreitung verstellen, die Spur verstellen, so, das kannst du alles da in dem Terminal machen von der Spritze. Und 1,80, 2, oh, jetzt weiß ich es nicht mehr, 2,40 und dann glaube ich 2,20. So muss man verstellen. Sprich, ich habe das sofort alles mir gemerkt, schon beim Fahren ganz schnell umgestellt und auch einfach zügig gefahren. Aber der Vorteil, den ich hatte, ich fahre ja bei uns auch viel Drescher, Carsten und ich machen das ja. Und das ist 1:1 das gleiche, den Schneidwerkwagen hinten anzubauen, wie diese Luftballons kaputt platzen. Also du hattest hinten an der selbstfahrenden Spritze so eine kleine Reißzwecke und
Ja, hinter dir waren Hindernisse aufgebaut oder ein Hindernis mit 6 Luftballons, 3 grün, 3 orange, und die grünen musst du kaputt machen. Falls ihr den Podcast nicht gehört habt, kann ich euch das sehr empfehlen. Ich fand den sehr lustig. Und ansonsten kommt die Tage, vielleicht ist es auch schon draußen, ich glaube aber nicht, ein Daily Vlog zu den Amazone Creator Days. Da kam bis jetzt ja nur das Video zu der Schmotzhake von mir. Aber ich bin gerade dabei, den Daily Vlog zu schneiden. Jetzt sind halt schon sehr viele Dinger davon online gekommen. Von ja, René, von Hobbyknebel. Hannes hat auch schon Pantera-Spritze vorgestellt. Sprich, ich werde mein paar ziemlich kurz cutten. Leider einiges rausschneiden von dem, was die Vertreter Wichtiges erzählt haben. Aber man will es dann halt auch doch irgendwie interessant lassen, das Video. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich mache. Irgendwie kommen hier gerade ganz schön wenig Kartoffeln. Nee, doch nicht. Trotzdem kippen wir mal fix an. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Das ist Agria. Das sind relativ große Kartoffeln. Das ist so der Plan für heute. Ansonsten wollen wir diese Woche fertig werden mit Kartoffeln. Also das Video wird ja Mittwoch rauskommen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in diesem Vlog fertig werden, aber diese Woche. Und 4.5., also nächste Woche ist das, meine ich, fangen wir an, hinten Mais zu silieren. 4.5., wann ist denn das? Ja. Mitte nächster Woche. Mittwoch ist das. Mal gucken. Pläne ändern sich ja schnell. Und das Fahrsilo, da ist ja noch Mais drin. Das wird gerade leer gefahren. Und damit da wieder Platz ist. Ansonsten hat Christopher letzte Woche die Vorgewände, wo wir Kartoffeln hatten im Redebeiz, einmal mit dem Tiefnaken aufgerissen. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu tief arbeitet. Das ist ja Drainage. Deswegen haben wir da nur auf 40 bis 50 cm tief gemacht. Und so, das war so der Zwischenstand. Wir laden jetzt erstmal weiter Kartoffeln ab. Und ich schalte euch immer mal wieder dazu. So. Ich zeige ja nicht immer nur alles, was Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich habe irgendwann mal erklärt mit dem Seilzug, dass wir die Klappe hier oben ja, hochziehen, damit die Ecken nicht in den, Sturzbunker reindrücken. Ja. Manchmal passt man auch nicht auf. Wir dachten, das wäre jetzt gerade eben passiert. Weil der Wagen, der ist zu weit, ja, fahrt Richtung rechts. Der ist ziemlich weit hier, das könnt ihr da erkennen. Deswegen hatten wir den Wagen gerade eben einmal dann runtergelassen und dann die Klappen wieder weiter hoch. Ich muss schon wieder Kiste tauschen. Und ja, da ist uns dann aufgefallen, dass das doch gar nicht dagegen gekommen ist. Aber wir haben die, also irgendwann ist es jetzt in der letzten Zeit passiert. So, ich tauche mal eben erst fix die Kisten, aber dann zeige ich euch dann auch was. Sind immer noch am Agria abladen. Das werden wir auch einen ganzen Tag sein. Was ich euch jetzt auch noch zeigen wollte. Ich weiß nicht, ob man sie erkennt. Oh Gott, Alter. Jetzt kommt die da nicht raus. Jetzt kommt die da nicht raus. Ah, oh, Digi. Ja, ist jetzt auch egal. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich noch mal irgendwie eine andere Möglichkeit, das zu filmen, aber ich habe noch nie so eine große Kreuzspinne gesehen. Ich wusste nicht, dass wir hier in Australien sind. Gut, wir machen weiter. Ich melde mich im Laufe des Tages. So, quasi Abschluss des Tages. Machen wir mal den jungen Licht an. Müssen wir aufpassen. Komm her. Komm her, hier. Sitz. So, jetzt Abschluss des Tages. Das ist alles heute reingekommen. 3 Reihen Agria. Sind nicht. So, 63 Tonnen haben wir hier drin. Ich rechne jetzt eine Kiste mit 100
1,75 Tonnen. So. Und ansonsten haben wir nämlich noch ein kleines Malheur. Wie ihr seht, die haben beide eine Kette. Ja? Aber die hier hat keine Kette. Und unser Problem ist, wir wissen es nicht, der geht direkt in 02. Das ist ein Fehlercode, dass er nicht zugeht. Wenn man den jetzt löscht, oh, jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. So, 50 heißt wohl, dass er oben Anschlag zu ist. Das hat mir gerade Haro erklärt. Haro ist Arbeitskollege. Der hat hier seine Kartoffeln reingefahren, ein bisschen in den Lohn gelagert. Wenn wir jetzt hoch machen, geht er auf 51. Ciao. Jetzt ist er auf Anschlag 51 oben. Wenn ich jetzt runter machen will... Bitte? Bin ich im YouTube-Vlog? Jetzt bist du im YouTube-Vlog, ja. Das ist Johann. Wenn ich jetzt runter mache, dann geht er auf 52 und müsste eigentlich runtergehen. Aber er haut direkt Fehlercode 2 raus. Da. So, jetzt ist da oben die Isolierung ein bisschen weg, aber es guckt kein Kupferdraht, nichts raus. Wir wissen nicht, was los ist. Da ist auch keiner hängen geblieben jetzt gerade. Ja, das ist ein Problem heute, weil wie ihr seht, hier sind schon jede Menge Kartoffeln drin. Und die wollen wir natürlich nicht über Nacht einfach hier das Tor auflassen. Aber irgendwie entweder kommt einer vom Notdienst oder wir lassen es so und hoffen, dass irgendwie die Luft nicht zu kalt wird heute. Ja, ich würde sagen, ich fange euch morgen wieder und teile euch mit, was wir hier gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Wir können gleich schon mal den Schlauch vorziehen und einmal Luft aufpumpen. Ich schmeiß euch hoch. Wir sehen uns morgen. Moin! Guten Abend, könnte man besser sagen. Vielleicht heizt es jetzt auch ein bisschen. Wie ihr seht, es ist dunkel. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir das? Ich glaube, es ist schon 10:45. Ja. Ziemlich genau 10:45. So, Kamera habe ich erst jetzt angemacht, einfach aus dem Grund, weil es nicht vieles zu erzählen gab heute. Ja, wir haben Agria abgeladen, sind jetzt fertig mit Agria. Ich kann hier draußen mal Licht, es geht nur da Licht an. Ja, sind fertig mit der Agria. Ertrag ging so, ne? 32 Tonnen. 33, 34, irgendwie so im Schnitt. Und viele Übergrößen leider. Ja, kann man nicht ändern, ist wie es ist. Wir haben jetzt noch knappe 7 Hektar Kartoffeln drin. Werden diese Woche, denke ich, auch fertig. Also würde mich wundern, wenn nicht. Wir wollen es nicht hoffen. Toi, toi, toi. Ja, ansonsten ist die Agria hier hinterm Ort 3 reingekommen. Das ist jetzt auch gerade die einzige Lüftung, die läuft. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ihr das hört. Vielleicht, wenn man hier jetzt drinnen steht. Genau, das ist die Agria. So, und ich habe andere Klamotten an, ich sehe nicht nach Arbeit aus. Ich komme nämlich gerade von einem Treffen. Wir vermarkten unsere Kartoffeln ja in dem Sinne nicht selber. Wir gehören Erzeugergemeinschaften an. Speise ist getrennt von Verarbeitung und Stärke. Dieses Jahr machen wir ja nichts mit Stärke. Aber genau, ich war heute beim Kartoffeltreffen von einer Verarbeitungskartoffel bei der Bio-Kartoffel Nord. Da gehören wir an. Und ja, da gab es so ein paar Sachen, die ich einmal hier bei meinen Social Media YouTube-mäßig nennen kann, damit wir da so ein bisschen mehr, ja, einfach in die Öffentlichkeit kommen. Es gibt wohl eine Internetseite, muss ich sagen, ich wusste selber nichts davon. Das ist www.biokartoffelnord.de und die ist aber relativ inaktiv leider. Da soll es jetzt in nächster Zeit vorangehen. Der Azubi hat da so, sag ich mal, seine Aufgabe gekriegt, dass der den ganzen Kram vorantreibt. Und ja, als ersten Anschwung habe ich gesagt, ja, kann ich auch einfach mal sowas sagen. Und zwar haben wir dann nämlich Lagerkapazitäten. Wir haben ein Firmengelände übernommen, wo bis zu roundabout können 50 mehr sein oder wie auch immer, Palettenstellplätze sind. Das ist egal, ob ihr
palettenweise Kartoffeln, ja, palettenweise Klamotten, wollte ich sagen, Klamotten reinstellt, ob es so eine orangenen Pylonen sind für Straßenarbeiten. Es ist auch ein Teil mit Kühlung, also sprich, ihr merkt, da kann alles rein, da kann wirklich alles rein. Und zusätzlich haben wir noch, ich habe hier so eine kleine Liste, da habe ich ein bisschen mitgeschrieben, 10 LKW-Stellplätze. Ich habe ein kleines Video, könnt ihr hier sehen, da oder da. Es ist ein abgeschlossenes Gelände mit 10, 11, 12 LKW-Stellplätzen. Also müsst ihr mal gucken auf der Internetseite, die Location, der Ort ist Klenze, Landkreis Lüchow-Dannenberg, das ist ja das, wo ich herkomme. Falls ihr irgendwie da in der Nähe seid und da Interesse habt, meldet euch gerne, guckt da mal rein in die Internetseite. Und diese Lagerflächen haben 700 Quadratmeter rund. Und dazu gehört auch noch ein Bürotrakt. Beziehungsweise der Bürotrakt gehört nicht zu den Palettenstellplätzen, sondern es gibt einen zusätzlichen Bürotrakt. Den habe ich auch gefilmt. Da kann ich euch mal ein bisschen was zu sagen. Ich würde sagen, wir gucken uns den ganzen Part mal hier gleichzeitig an. Dann kann ich dazu was sagen. Und zwar kommt man da ganz normal rein. Geradezu ist der Empfang. Wenn man gleich links um die Ecke geht, haben wir hier die erste kleine Küche und ein, ja, nennen wir es Besprechungsraum. Der ganze Bürotrakt hat 3 Büros und einen Besprechungsraum. Hier haben wir eine Toilette. Ich weiß nicht, ob es auch 2 Toiletten gibt. So, jetzt gehen wir weiter in den Flur. Hier ist der zweite Part einer Teeküche. Hier haben wir so einen kleinen, habt ihr gesehen, Ordnerraum. Empfang, großer Schreibtisch, übrigens alles mit Klimaanlage, ne? Hier haben wir einen kleinen Raum und ja, hier geht es jetzt zu den weiteren 3 Büros. Hier ein Blick in eins von den beiden, alles mit einer kleinen, ja, Whiteboard heißen die Dinger, glaube ich. Hier haben wir den zweiten Büroraum. Gut, es gibt noch einen Serverraum, da, ich weiß nicht, ob das der war, den ich nicht aufgemacht habe. Und auch da, wenn ihr Interesse habt, das Ding ist jederzeit beziehbar, möbliert, guckt gerne in die Internetseite, die ist auch sonst unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal raufklicken. Ansonsten wurden heute noch Kartoffelflächen von uns, ja, geeckt mit der Scheibenegge. Da wird es morgen weitergehen, deswegen will ich da auch jetzt gar nichts groß weiter zu sagen. Ich schnapp mir morgen früh gleich den Frontlader. Wir fahren zu einer Fläche, wo wir Kartoffeln hatten. Ihr wisst, Kartoffeln, es fällt immer ein bisschen Kraut, bisschen was aussortiertes, logisch. Es wird was aussortiert auf dem Roder. Und das muss natürlich auch irgendwo, ja, rausgeschossen werden, beziehungsweise abgebunkert werden oder wie man es nennen will. Und das passiert halt auf dem Vorgewende. So, dementsprechend sind überall auf dem Vorgewende so eine Haufen und da kannst du nicht mit der Scheibenegge rüberfahren. Deswegen fahre ich morgen gleich mit dem Frontlader und Tiefenhaken los. Mach die ein bisschen auseinander und das eine Vorgewende ist ein nasses, ein bisschen verdichteteres Vorgewende mittlerweile und das reißen wir mal ein bisschen auf, ne? Um mal ein bisschen auf den Hobbyknebel anzuspielen. Einfach mal was aufreißen. So. Dazu aber morgen mehr. Wie gesagt, ihr habt auf die Uhr geguckt, es ist spät, ich will auch jetzt langsam rein. Ich muss dazu sagen, bei Agria abladen, nicht, dass Christopher das Video sieht und sich denkt, Junge, sag doch ehrlich, was los ist. Ich war heute gar nicht so viel am Abladen hier dabei. Ich habe einen Wagen mit abgeladen und ansonsten hatte ich tatsächlich einigen anderen Kram um die Ohren. Davon werdet ihr in nächster Zukunft auch einiges Neues erfahren hier über den Hof. Deswegen war heute eigentlich Christopher, die Partien sahen zum Glück sauber aus, alle, also die Agria. Das heißt, es hat gereicht, wenn Christopher einlagert und Olaf sortiert. Dementsprechend war ich heute gar nicht so viel mit hier am Start. Alles klar, das soll es hier mit diesem allem schnellen Monolog jetzt gewesen sein. Wir sehen uns morgen. So, guten Morgen. Wir haben nächsten Tag. Und ich habe euch ja gesagt, was wir heute vorhaben. Erstmal habe ich mir vorne eine Schaufel angebaut, um die ganzen kleinen Haufen vom aussortierten Kartoffelroden glatt zu schieben. Und dann habe ich gedacht, ach, es ist Mittwoch, nicht Samstag. Deswegen brauche ich wahrscheinlich ein bisschen Hilfe bei meiner Arbeit. Dementsprechend habe ich hier auf meinen AirPods den Hobbyknebel, damit der mir erklären kann, wie ich jetzt was aufreißen kann. So Leute, wir sehen uns auf dem Feld wieder. Bis dahin.
Es gibt Schissen. Dieses ganze Kartoffelkraut dazwischen, das. Ja, weiß ich nicht. Das lässt sich nicht so gut mit der Schaufel durcheinander ziehen. Ihr werdet es jetzt hier sehen. Ich ziehe den ganzen Haufen eher weg. Und wenn ich dann versuche, die Schaufel ein bisschen höher zu machen, dass ich das ein bisschen abstreife, dann verliere ich einfach den ganzen Haufen. Vorgewende hier ist ganz schön sandig. Das ist auch nicht der Part, den ich mit tiefen Haken machen will. Sondern da ganz hinten in der Ecke vom Mais. Da haben wir so eine nasse Ecke. Vielleicht fahre ich auch einmal quer hoch, weil da ist auch eine Bahn nass. Ein bisschen muss ich aufpassen hier drauf. Da ist keine Mutter mehr. Aber dafür haben wir einen Kabelbinder, dass wenn das Ding rausfliegt, dass er wieder trotzdem gehalten wird. Alles klar. Ich zeige euch nochmal, wie wir das mit dem Haken machen. Weil hier ist keine Drainage, hier kann ich schön tief reinhalten. Ja, perfekt. Ton hat wieder nicht aufgenommen. Leute, ihr glaubt nicht, wie ich mich gerade erschrocken habe. Ich habe von der Kabine aus meine Kamera nicht mehr gesehen, wegen diesem ganzen Gestrüpp. Und ich dachte, ich hätte sie verloren und untergegrubbert. Folgendes habe ich gerade alles so gesagt. Und zwar wundern sich vielleicht einige von euch, warum ich sage, dass wir dieses Vorgewende machen, weil es ein bisschen nasser war und nicht diese Sandböden. So, es war nasser, weil hier deutlich mehr Lehmanteil drin ist. Auch, ja, Stückchen ins Feld rein auch. Das Problem ist aber hier, dass wir da die Auffahrt haben. Genauso wie da. Manchmal fahren wir da rauf, manchmal fahren wir hier rauf. Und dementsprechend die ganzen Kartoffelwagen hier langfahren, da hingestellt werden, hier hingestellt werden und Co. Im Normalfall haben Kartoffelwagen dünne Straßenbereifung. Das heißt geringe Aufstandsfläche mit sehr hohem Gewicht. Und ja, dementsprechend haben wir extrem hohe Bodenverdichtungen weit unten. Ich habe hier vorhin gemessen, ihr seht, da ist das Gestrüpp schon weg. Wir arbeiten auf knappen 70 cm Tiefe. Muss ich sagen, bin ich richtig überrascht davon, dass der Trecker das so gut schafft. Zur Info 62,15 eher. Und ja, man sagt eigentlich, dass lehmhaltige Böden sich im Winter selbst regenerieren. Einfach aus dem Grund, Boden speichert Wasser, Lehm speichert mehr Wasser als Sand. Und durch Fröste verändert sich die Dichte des Wassers und platzt die Bodenschichten bzw. den Boden wieder auf. Und deswegen sagt man, vor allen Dingen sollte man Sandböden machen. Jetzt ist ja, wie ich gerade schon meinte, hier aber der Fall durch die Wagen, die wir hier hinstellen, den Trecker, der mit dem Roder, mit dem vollen Bunker hier dreht, abbunkert, wie auch immer, hast du hier am Vorgewende hohe Verdichtungen und konventionelle machen es auch in den Fahrspuren, dass die auch immer aufgerissen werden. Wir haben keine, deswegen, also wir fahren ja auch deswegen machen wir es nicht. Deswegen mache ich jetzt hier nur dieses Vorgewende. Guck da hinten zum Vorgewende noch hin, mach das da auch. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Hof wieder. Bis deine Henne. So, dieser Part ist mir ziemlich unangenehm. Nicht nur, weil das Mikro schon wieder nicht funktioniert, sondern weil der Oberlenker kaputt gegangen ist. Während dieser Aufnahme habe ich gemerkt, dass mein Media-Mod von der GoPro kaputt ist und deswegen klinge ich gerade richtig merkwürdig. Folgendes ist passiert, ich habe den Tiefenhaken runtergelassen, dadurch habe ich den Oberlenker, wie man hier mit meiner Armbewegung sieht, auf das Zugmaul gedrückt und diesen hydraulischen Steuerblock kaputt gebogen. Hier ziehe ich noch munter meine Schultern hoch, weil ich dachte, das wird nicht so teuer, aber naja. Boom. Ja, coole Soundeffekte, Mikro immer noch im Arsch. Hier ist das ausgebaute Teil. So, kleiner Zwischencut. Wir sind erstmal nicht in die Werkstatt gefahren. Wir sind weiter dabei, Lady Jane abzuladen. Aus dem Grund, weil momentan, also das war vorhin, da vorne steht schon wieder ein Wagen. Das ging hier Schlag auf Schlag. Christopher kam nicht hinterher mit dem Wagenfahren und Abladen. Deswegen habe ich gesagt, Oberlenker sein lassen, brauchen wir momentan nicht, mache ich einen anderen Tag. Vielleicht schaffe ich es heute noch, weil jetzt ist der Ertrag weniger geworden. Die Lady Jane hat nämlich so extrem gelohnt, da waren auch knappe 45 Tonnen vom Hektar. Jetzt sieht es anders aus, jetzt werden wir, keine Ahnung, irgendwo zwischen 35 sein, bisschen vielleicht drüber, 35, 37, 38, irgendwie sowas geschätzt. Ne? Das legt das nicht auf eine Goldwaage. Deswegen ist das Teil immer noch in meinem Auto und ich hatte ja gestern gesagt, dass wir
den ersten Wagen, oder ich weiß gar nicht, hatte ich das gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir den ersten Wagen. Wir haben gestern schon angefangen mit der Lady Jane. Der stand aber wieder unter der Getreidelüftung, so wie wir es immer machen. Und der kam hier rein in eine Raumbelüftung. Später soll die Lady Jane auch hier hin. Allerdings sind die bis jetzt alle von einer extrem nassen Ecke gekommen vom Feld. Deswegen machen wir es so, wie wir es immer machen mit unseren problematischen Partien. Die haben wir jetzt vor die Agria an die Druckbelüftung gestellt. Pusten hier hinter richtig trocken und dann stellen wir die morgen alle um. Und ja, kleiner Triggerpunkt noch. Ich habe mir neue Schuhe gekauft. Weiße Arbeitsschuhe. Ich weiß, Katastrophe. Im handwerklichen Bereich, außer man ist Malermeister, trägt man keine weißen Schuhe. Aber ich bin ehrlich, das sind Straußschuhe. Sicherheitskappen. Das sind richtige Sicherheitsschuhe für 68 Euro. Und ich weiß nicht, ich mag weiße Schuhe einfach gerne. Wenn die so extrem grell sind, ist das auch nicht mein Fall. Deswegen muss ich zusehen, dass die schnell dreckig werden. Aber nur, dass wenn ihr jetzt in Zukunft ab und zu mal diese Schuhe seht, dass ihr nicht euch so ärgert, dass ich neue weiße Schuhe bei der Arbeit trage. Nein, es sind extra für die Arbeit gekaufte, relativ billige, gute Sicherheitsschuhe. Und hier könnt ihr sehen, die sind hier richtig schön weich. Die fühlen sich an wie normale Sneaker. Und das wollte ich. Ich möchte gerne bequeme Schuhe, aus denen ich schnell rein und raus stüpfen kann, wenn ich reingehen will. Jetzt wisst ihr Bescheid. Mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Jo, tatsächlich sehen wir uns in der Werkstatt wieder. Hier liegt noch unser Oberlenker. Und das ganze Teil haben sie natürlich nicht da. Also hier fehlt jetzt noch der Steuerblock. Der Steuerblock ist da vorne im Rucksack auf dem Trecker. Ich habe hier einen Bausatz gekriegt zum selber bauen. Dieses Teil hier erst rauf, dann Steuerblock rauf, dann kann hier das hin und ihr merkt spätestens jetzt, der hat keinen Plan, wovon er redet. Ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht, wenn ihr meine Videos schon länger geguckt habt, habt ihr auch schon mal meine Schweißkünste gesehen? Brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin bei so, also so eine Kleinigkeiten, Sachen kann ich, aber hier würde ich genau wissen, wenn ich hier irgendwas biegen, kürzen, wie auch immer irgendwas machen muss, dass ich das verkacken würde. Alleine dieser Satz, über 100 Euro. Mit dem ganzen Steuerblock, das hätte er bestellen müssen, wären wir fast 500 Euro los. Ich verstehe es nicht, aber ich verstehe vieles nicht. Gut, deswegen, ich baue mir diesen Kram auf dem Trecker, weil so ein Oberlenker ist schwer. Und wir haben das Riesenglück, dass wir hinten an der Anlage Thomas haben. Der ist ein gelernter Klempner, der kann irgendwie einfach alles. Und ja, der kriegt den Auftrag, morgen bitte den Oberlenker einmal heile zu kriegen. Und genau, deswegen. Oh, jetzt ist das Ding auch noch voller Öl. Warte mal, machen das mal fix so. So, Hydraulikschläuche natürlich mit. Jetzt hängt hier die Zange dran. In diesem Bausatz, nichts vergessen, nee. Das alles mit, Licht aus. So, und da ist der Rucksack, wo nämlich der ganze Steuerblock drin liegt. Ja, ist in Ordnung. Gut. Was lerne ich aus dem letzten Vlog und aus diesem Vlog? Falls ihr den letzten nicht geguckt habt, da ist das Rad von Köckerling-Grubber mir von der Felge geflogen. Und in dem Video hat man auch schon gesehen, dass er schon vorher platt war. Ich glaube tatsächlich, dass da was mit dem Reifen ist, weil ich habe den, der ist schon mal von der Felge abgeflogen, weil er zu platt war. Wir machen da jedes Mal knappe 2 Bar rauf, 2,5 diesmal. Sollte eigentlich nicht passieren. So, was ich sagen wollte, was ich daraus lerne, ist, ich muss ein bisschen mehr bei der Sache sein, gefühlt. Das hier heute war ganz klar menschliches Versagen, ich. Aber kommt, wie gesagt, mal vor. Hier wird gerade der letzte Wagen Lady Jane abgeladen.
Das ist alles Drillinge, was davon angefallen ist. Alles unter 35 mm haben wir rausgenommen. Hier haben wir noch Erwin-Trecker mit der Scheibenegge. Der hat das Kartoffelland, unter anderem das, was ich... Nee, gar nicht. Das hat er doch nicht gemacht. Das war erst der Plan, haben wir dann doch umgeswitcht. Da, wo ich vorhin mit dem Tiefmarken war. Aber ansonsten, das Kartoffelland hat er einmal mit der Scheibenegge bearbeitet. Und das war es so ziemlich mit dem Vlog. Hier ist die Anlage. Hier bringen wir für Thomas den Oberlenker hin. Ich freue mich, dass ihr bisher wieder zugeguckt habt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Like da. Ich freue mich immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wenn ich jetzt runter machen will. Bitte? Bin ich im YouTube-Vlog? Jetzt bist du im YouTube-Vlog, ja.